Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung 30 Jahre Wiedervereinigung, die wir als Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz zusammen mit der Stiftung Hambacher Schloss und in Kooperation mit dem Institut Français in Mainz durchführen. Ganz besonders begrüße ich Herrn Dr. Bernhard Vogel, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen. Ich begrüße die Podiumsteilnehmer, das ist Frau Professor Dr. Corinne de France, Herrn Stefan Kraftschick sowie Herrn Ingo Espenschied. Für die Stiftung Hambacher Schloss begrüße ich Frau Ulrike Dietrich sowie Frau Direktorin Aline Oswald für das Institut Français als Mitveranstalter und Kooperationspartner. Und von den Gästen möchte ich besonders Abgeordnete aus dem Rheinland-Pfälzischen Landtag begrüßen. Zum einen ist es Dirk Herber, den innenpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, sowie Herrn Martin-Louis Schmidt von der AfD-Fraktion. Herzlich willkommen. Und ich freue mich auch, dass Herr Werner Schreider, der Beauftragte der Ministerpräsidentin für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sowie Herr Professor Dr. Wilhelm Kreuz, Herr Pies sowie Frau Leppler unter den Gästen sind. Wir freuen uns, dass wir zum heutigen Tag der deutschen Wiedervereinigung hier auf dem Hambacher Schloss uns zusammenfinden und die Wiedervereinigung würdigen und darüber ins Gespräch kommen. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie, das wird Ihnen schon aufgefallen sein, und der damit verbundenen notwendigen Vorsorgemaßnahmen ist es derzeit leider nur mit einer geringen Anzahl von Personen möglich, hier auf dem Hambacher Schloss zusammenzukommen. Dennoch möchten wir die heutige Veranstaltung auch vielen anderen zugänglich machen und deshalb haben wir uns entschlossen, die Veranstaltung aufzuzeichnen und sie in der nächsten Woche dann online auf die Homepage der Landeszentrale zu stellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Hambacher Schloss ist nicht nur ein historisches Monument und Sie haben es bemerkt, auch ein beliebtes Ausflugsziel in der Pfalz. Es ist vor allen Dingen der historische Ort des Hambacher Festes 1832 zur deutschen Einigung im 19. Jahrhundert. Ich zitiere: Vaterland, Freiheit, ja, ein freies deutsches Vaterland. Das stammt von Philipp Jakob Siebenpfeifer, eine Zusammenfassung der Botschaft des Hambacher Festes vom Mai 1832, ergänzte dann Johann Georg August Wirth, der zweite Hauptredner, um den Gedanken der, Zitat, brüderlichen Vereinigung der Patrioten aller europäischen Nationen. Und er schrieb, oder es ist überliefert, hoch, dreimal hoch leben die Vereinigten Freistaaten Deutschlands, hoch, dreimal hoch das konföderierte republikanische Europa. So kommt es, dass wir den heutigen Tag der deutschen Wiedervereinigung auch zusammen mit dem Institut Français und auch französischen Gästen im Publikum begehen. Rheinland-Pfalz ist ein Bundesland im Herzen Europas, es hat europäische Grenzen. Und als Region sind wir natürlich auch Grenzregion. Als Pfälzer sind wir gute Nachbarn zu Frankreich, das ja gerade hier um die Ecke liegt. Und zum Hambacher Fest 1832 kamen, darin will ich erinnern, auch Delegationen aus Polen und aus Frankreich. Gleichzeitig wäre die deutsche Wiedervereinigung nicht ohne die feste Einbindung in die Europäische Union und die Zustimmung der damaligen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs nicht möglich gewesen. Zu ablehnen stand damals Margaret Thatcher als damalige Premierministerin Großbritanniens und François Mitterrand als damaliger Staatspräsident Frankreichs einer deutschen Wiedervereinigung gegenüber. Der 2+4-Vertrag, vor allem zur Festlegung der Staatsgrenzen des vereinten Deutschlands, wurde am 12. September 1990 zwischen den beiden deutschen Staaten und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, also der USA, Frankreichs, Großbritanniens und der UdSSR, abgeschlossen. Damit konnte die deutsche Wiedervereinigung nun auch Wirklichkeit werden.
Der Fall der Berliner Mauer ging einher mit dem Ende des Eisernen Vorhangs. Damit wurde der Weg zu einer europäischen Wiedervereinigung geebnet, der ost- und der westeuropäischen Staaten. Von Regionen und Menschen, die in den Jahrhunderten zuvor gute und rege Kontakte gepflegt hatten. In Deutschland wurde die Wiedervereinigung durch den Fall der Mauer möglich und natürlich durch die Proteste der Bürgerinnen und Bürger, der Bürgerrechtler und derjenigen, die in Opposition zu der SED-Diktatur gewesen waren. Freiheit und Demokratie haben schließlich gesiegt. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, war dies allerdings nicht. Der 9. November 1989 mit dem Fall der Mauer war ein Freudentag. Doch erinnern wir uns auch an die Niederschlagung des Aufstandes vom 17. Juni 1953 und die Todesopfer an der Berliner Mauer nach dem 13. August 1961. Umso glücklicher war dann der Tag der deutschen Wiedervereinigung. Davor gab es wichtige demokratische Etappen. Die Volkskammerwahl am 18. März 1990, die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion Anfang Juli 1990 und dann natürlich schließlich der Einigungsvertrag vom 31. August 1990, dem die Volkskammer der DDR und der Bundestag zustimmten. Und dann schließlich natürlich die deutsche Einheit am heutigen 3. Oktober mit dem Beitritt der 5 neuen Länder zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Die Geschichte nach der Wiedervereinigung können Sie übrigens auch hier im Hambacher Schloss nachvollziehen, nämlich im Rahmen einer Ausstellung. Bis zum 1. November wird hier die Ausstellung Umbruch Ost, Lebenswelten im Wandel gezeigt. Sie kam auf Vermittlung der Landeszentrale für politische Bildung zustande und sie präsentiert zeitgenössische Bilder namhafter Fotografen und zeigt 30 Jahre deutsche Einheit und Lebenswelten aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger der neuen Bundesländer. Herzlichen Dank, Frau Dietrich, dass wir hier das zeigen können. Als Landeszentrale für politische Bildung stehen wir für politische Bildung und Demokratiebildung, aber auch natürlich für Publikationen wie Landesverfassung und Grundgesetz, die wir kostenfrei an interessierte Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch an die Schulen abgeben. Mauerfall und Wiedervereinigung sind selbstverständlich auch Themen der Landeszentrale für politische Bildung. Vergangenheit und der Gegenwart, natürlich auch in der Zukunft wird es eine Rolle spielen. Ich möchte auch auf den Podcast verweisen, den wir vor einigen Tagen produziert haben. Dort haben wir einen Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, Herrn Gube, der kennt sich bestens aus. Der war nämlich bis zur Wiedervereinigung Geschäftsführer des Kuratoriums Unteilbares Deutschlands, also ein Zeitzeuge. So hatten wir im letzten November auch an den Mauerfall mit einigen Veranstaltungen erinnert, auch mit einer sehr gelungenen Musikveranstaltung mit Stefan Kraftschick in Kooperation mit dem Rheinland-Pfälzischen Landtag. In diesem Jahr planen wir außerdem Veranstaltungen etwa zur Umweltbewegung in der DDR, die als Teil der DDR-Opposition zum Sturz des SED-Regimes beigetragen haben. Und in Planung ist auch mit der Bundesstiftung Aufarbeitung ein sicherlich sehr interessanter und erhellender Vortrag über die Aktivitäten der Stasi in Rheinland-Pfalz. Lassen Sie mich zum Schluss meiner Begrüßung noch einige Worte zu den Podiumsgästen sagen, auch wenn sie Ihnen wahrscheinlich alle oder fast alle bekannt sind. Dr. Bernhard Vogel war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Von 1992 bis 2003 stand der CDU-Politiker als Ministerpräsident an der Spitze des Freistaats Thüringen. Herr Dr. Vogel, das schafft keiner mehr. Bernhard Vogel wurde im Jahr 1932 in Göttingen geboren. Er hat Soziologie, Volkswirtschaft, Geschichte und politische Wissenschaft in Heidelberg, allerdings einige Jahre vor mir studiert, auch in München und in Heidelberg promoviert. Er war wissenschaftlicher Assistent und Lehrbeauftragter am Institut für politische Wissenschaften der Uni Heidelberg. Später war er Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis
Neustadt-Speyer. Und von daher kennt er natürlich auch das Hambacher Schloss bestens. Von 71 bis 88 war Dr. Bernhard Vogel Mitglied des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Zuvor war er bereits, und zwar unter anderem, unter den Ministerpräsidenten Peter Altmaier und Helmut Kohl, Kultusminister des Landes Rheinland-Pfalz. Am 2. Dezember 76 wurde er zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt. Und von 1979 bis 82 war er auch Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Er wurde 1992 zum Ministerpräsident von Thüringen gewählt. 1993 wurde er Parteivorsitzender der CDU Thüringen und er war zudem von 1994 bis 2004 Mitglied des dortigen Landtags. Er trat 2003 aus Altersgründen als Ministerpräsident zurück. Und ich kann Ihnen versichern, wie kein anderer kennt er die Sichtweisen in Ost und in West. Frau Professor Dr. Corinne de France ist Forschungsdirektorin beim CNRS, dem Centre National de la Recherche Scientifique in Paris, und sie lehrt an der Sorbonne. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die deutsche Geschichte im 20. und 21. Jahrhundert, die deutsch-französischen Beziehungen, der Kalte Krieg in Europa und die europäische Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Frau Professor Dr. Corinne de France ist Historikerin und derzeit Senior Research Fellow beim Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz. Stefan Krawczyk ist Liedermacher und Autor. Er war engagiert in der DDR-Opposition. Ende November 1987 forderte Krawczyk zusammen mit Freya Klier in einem Brief die Achtung der Menschenrechte, die Rücknahme von Berufsverboten und die Unabhängigkeit von Kunst und Kultur in der DDR ein. Am 17. Januar 1988 wurde Stefan Krawczyk auf dem Weg zur Luxemburg-Liebknecht-Demonstration, einer Staatsdemonstration der SED, verhaftet und zusammen mit Freya Klier und weiteren Bürgerrechtlern am 2. Februar 1988 in die Bundesrepublik abgeschoben. In der Bundesrepublik wurde Stefan Krawczyk bekannt, auch die Tagesschau berichtete. Heute ist er weiter Autor und Liedermacher, er ist Zeitzeuge und erfährt neben seinen Auftritten als Musiker und Autor auch an Schulen und spricht mit Schülerinnen und Schülern oder tritt auch dort als Liedermacher auf. Ingo Espenschied ist Politologe, Politikwissenschaftler und Vortragsprofi. Mit seinem multimedialen DokuLive-Format versteht er es, politische und historische Entwicklungen unterhaltsam und dennoch informativ darzustellen. Er ist Experte in deutsch-französischen Beziehungen und wirbt mit seinen Vorträgen für Demokratie. Ingo Espenschied wird zu Beginn der Veranstaltung eine multimediale Einführung der deutschen Wiedervereinigung mit europäischen Bezügen präsentieren und im Anschluss auch die Podiumsdiskussion moderieren. Und es wird sicherlich auch möglich sein, dass Fragen aus dem Publikum noch vorkommen. Meine Damen und Herren, wir haben eine doch etwas längere Veranstaltung vor uns. Sie haben schon etwas zu trinken, Sie konnten teilweise schon anstoßen. Wir werden Sie nicht darben lassen. Corona-bedingt ist es natürlich so, dass wir das nur eingeschränkt tun können, aber es wird nachher dann auf Ihren Tischen auch eine Kleinigkeit stehen, sodass Sie, dass Sie auch diese Zeit bezüglich der Nahrungsaufnahme überstehen werden. Meine verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns allen ein paar interessante Einblicke in die deutsche Wiedervereinigung. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kukacki, für diese einleitenden Worte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wurde bereits gesagt, mein Name ist Ingo Espenschied. Ich bin von Haus aus Politologe,
also Politikwissenschaftler, bitte nicht verwechseln mit Politiker. Politiker sind keine bösen Menschen, wir haben ja hier auch einen absoluten Spitzenpolitiker vor uns. Nein, aber ein Politiker macht natürlich ganz andere Dinge. Er macht richtig Politik in einem Parlament, in einer Regierung. Ich beschäftige mich mit Politik und habe auch ein Spezialgebiet entwickelt. Im Bereich der politischen Bildung zeige ich live kommentierte Multimedia-Produktionen auf Großbildleinwand. Ich präsentiere das sehr oft auch an Schulen, Abendveranstaltungen, solchen Festtagsveranstaltungen wie heute. Ich persönlich komme aus Mainz. Und die Themen, mit denen ich mich beschäftige, sind eben Demokratie und Europa. Und deswegen ist es für mich natürlich heute etwas ganz Besonderes, an diesem Ort der deutschen Demokratie heute auch einen Abriss geben zu können über die deutsche Geschichte, die deutsche Teilung und wie auch diese deutsche Teilung überwunden werden konnte im Herbst 1989 und im Frühjahr und Sommer 1990. Warum beschäftige ich mich mit diesen Themen, Demokratie und Europa? Das hat sehr viel mit meinem eigenen Lebenslauf zu tun. Ich hatte das große Glück gehabt, in 3 verschiedenen Ländern studieren zu können. Ich habe erstmal mein Grundstudium in internationaler Politik in Mainz angefangen. Dann bin ich nach Paris gegangen, nach London. Und meine Abschlüsse habe ich schließlich dann auch in Paris gemacht. Und es gibt da einen Tag, den ich niemals vergessen werde. Das ist nämlich der Tag, als ich meinem Großvater einfach mal so berichtet habe, dass ich jetzt nach Paris gehen werde, um dort zu studieren. Und auf einmal schaut mich der alte Herr mit ganz großen Augen an. Er sagte, das gibt's doch gar nicht, der Franzose. Das ist unser Erbfeind. 1906 wurde mein Großvater geboren im damaligen Deutschen Kaiserreich und er hat das tatsächlich so in der Schule gelernt. Die französischen Kinder haben natürlich das Gleiche über die Deutschen gelernt. Und es sind genau diese Nationalismen, die heute wieder leider sehr populär werden in Europa, es sind genau diese Nationalismen, die uns in die blutigsten Kriege der Menschheitsgeschichte hineingetrieben haben. Und wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass auch diese Nationalismen eben immer wieder unter der Oberfläche präsent sind, dass sie aufbrechen können und dass wir Deutschen eben nicht im luftleeren Raum existieren. Wir sind im Herzen Europas, wir haben unsere europäischen Nachbarn glücklicherweise. In der Geschichte hat das immer wieder zu großen Spannungen geführt und auch als die deutsche Teilung überwunden werden konnte, hat das eben eine Rolle gespielt. Was geschieht jetzt wiederum mit der sogenannten deutschen Frage, mit der Entstehung dieses großen Machtblocks, des großen Deutschlands im Herzen Europas? Und deswegen möchte ich Sie jetzt durch diese multimediale Zeitreise führen. Und der Titel ist nicht nur einfach die deutsche Einheit, sondern eben auch Deutschland in Europa. So, dann haben wir jetzt die Gelegenheit, auch noch über 30 Jahre deutsche Einheit, auch über das, was Sie gerade eben gesehen haben, zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir hier ein tolles Podium oben haben, wurden ja bereits von Herrn Kukatzki vorgestellt. Deswegen möchte ich da nicht ins Detail gehen, aber zu meiner Rechten natürlich Professor Corinne de France, zu meiner Linken Herr Dr. Bernhard Vogel und Stefan Kraftschick. Er wird im Anschluss an die Podiumsdiskussion auch noch ein kleines Konzert geben. Und eingangs möchte ich Ihnen mal die Frage stellen, ich meine, es ist eine Frage, die immer gestellt wird im Zusammenhang mit der deutschen Einheit. Wo waren Sie am 9. November 1989, Herr Kraftschick? Ich war ja schon Anfang 1988 im Westen und ich habe dann am 9. November, zufälligerweise hat sich so ergeben, mein Brecht-Programm in der Alten Oper in Frankfurt gespielt. Das hieß Alles in mir revoltiert, das passte genau zum Tag, obwohl nichts geplant war diesbezüglich, ne? Und bin dann nach dem Konzert ins Hotel gegangen und hatte vorher meine Freundin in Hamburg angerufen, die sagte mir, die Mauer sei gefallen und ich glaubte ihr das nicht. Ich bin dann ins Hotel gegangen und den Fernseher angemacht und da hat es gestimmt und ich habe mit einer kleinen Flasche Gorbatschow aus der Minibar auf dieses große Ereignis angestoßen und habe mich gefreut und ganze Nacht Fernsehen geguckt und die Minibar geplündert. Am nächsten Tag ging ich runter dann zur Rezeption, um auszuchecken und da sagte ich zu der Frau an der Rezeption, na, haben Sie schon gehört, die Mauer ist gefallen? Und da guckte sie mich an und sagte, na, ob das was wird? Ist was geworden. Ja. Ne? Jetzt, wir werden ja noch drüber ein bisschen sprechen. Sie haben ja auch eine ganz besondere Geschichte als Ex-DDR-Bürgerrechtler und Liedermacher. Sie wurden ja auch aus der DDR ausgewiesen. Kam da nie irgendwie so die Idee auf, mein Gott, die ganze Mühe umsonst, die Mauer wäre ja eh
88 wurden Sie ausgewiesen. Das konnte man, nicht, ja, konnte niemand das, wissen. Das konnte man nicht ahnen. Es war ja auch, also wenn ich das gewusst hätte, dass ich hatte ja die Wahl zwischen 12 Jahren Gefängnis und Ausreise in den Westen. Und das waren ja damals noch wirklich 12 Jahre. Und in der Hinsicht Zuchthaus wahrscheinlich. Gab es diese, diese Phänomene in meinem Kopf, dass ich darüber nachgedacht hatte, gar nicht. Und wenn wir ehrlich sind, es hat uns alle überrascht, dass das dann so schnell ging. Also nachdem die Ungarn ihre Zäune durchgeschnitten hatten, da war ja der Topf sozusagen geöffnet, da entwich der Dampf, der Druck wurde weniger, da konnte man sich schon überlegen, ob das nicht was wird mit der Öffnung der Mauer. Aber dann war auch noch gerade 88 waren die Ereignisse am Tiananmenplatz in Peking gewesen. Und wo, man wusste nicht, ob das nun gewaltlos abgeht oder ob es da eventuell zu Waffeneinsatz kommt. Dass das dann alles so geworden ist, das war eine große Freude dann letztendlich. Aber vorher habe ich nicht damit gerechnet. Und diese Gedanken, dass alles umsonst war, das stimmt nicht. Die hatte ich nicht, aber es war auch nicht alles umsonst, weil die Gruppe in der Nikolaikirche, von denen aus dann die Proteste, also die dann sozusagen der Stamm dieser Proteste war, die haben sich getroffen damals, nicht zuletzt, um für meine Freilassung zu demonstrieren, einzutreten. Ne? Also in dem Sinne war das schon so ein Kern, den ich damals gesetzt habe durch mein Wirken in den Jahren des Berufsverbots. Herr Dr. Vogel, 9. November 1989. Am Nachmittag des 9. November war ich einer Einladung des Bundeskanzlers folgend mit ihm nach Warschau geflogen, wo er einen sehr schwierigen Staatsbesuch durchführen wollte. Sein Partner war der vorhin vor Ihnen gezeigte erste nicht-kommunistische Ministerpräsident Masowiecki. Und wir saßen abends auf Einladung von Masowiecki beim Abendessen in seiner Residenz. Und mir fiel auf, dass am Vorstandstisch Unruhe ausbrach. Und erst nachdem das Essen zu Ende war und wir uns zum Kaffee zurückzogen, kam die Meldung, in Bonn hätte der Bundestag sich erhoben und die Nationalhymne gesungen. Ein etwas ungewöhnlicher Vorgang. Und dann habe ich in der ganzen Nacht natürlich im Hotel das Fernsehen beschaut und mich geärgert, jetzt Wiedervereinigung Deutschland und ich in Warschau. Und am nächsten Morgen hat Helmut Kohl erklärt, er werde etwas ganz Ungewöhnliches tun, er werde den Staatsbesuch unterbrechen und nach Berlin fliegen, was damals sehr schwierig war, denn man durfte nicht mit einer deutschen Luftmaschine nach Berlin fliegen. Das durften nur die Amerikaner, die Franzosen und die Engländer. Man durfte auch nicht die DDR überfliegen. Er musste über Skandinavien nach Hamburg und dann. Und er wies uns an, wir sollten bleiben, er käme wieder. Wir waren uns zwar sicher, er käme nie wieder, aber wir blieben höflicherweise. Und zum größten Erstaunen ist er dann am Samstagabend tatsächlich wieder in Warschau eingetroffen und wir haben den Besuch von Auschwitz und wir haben den Besuch von Krakau wie vorgesehen fortgesetzt und es kam zu dieser Aussöhnungsmesse in Kreisau zwischen dem polnischen Ministerpräsidenten und Helmut Kohl. Da würde mich dann doch interessieren, was ist hinter verschlossenen Türen so gedacht worden in der Spitze der bundesdeutschen Politik mit dem Fall der Berliner Mauer? Hat man gesagt, okay, jetzt gäbe es schon die Möglichkeit einer Wiedervereinigung? Wurde also darüber spekuliert oder was waren so die ersten Reflexe? Am weitestgehenden war eine Äußerung des Solidarność-Vorsitzenden, den Sie vorhin gezeigt haben, Walesa. Der sprach in einem Gespräch mit Kohl von Wiedervereinigung. Wir in keiner Weise, sondern für uns war der Fall der Mauer ein so ungewöhnliches Ereignis. Wir, die wir ja alle auf die Wiedervereinigung gehofft hatten, aber nicht geglaubt hatten, dass wir sie selbst noch erleben würden, haben zunächst nur den Fall der Mauer und die Öffnung der Grenze als das Ereignis des 9. November gesehen. Ganz anders, dann ein knappes Jahr später,
der 3. Oktober, aber da kommen Sie ja vielleicht später noch drauf. Ja, genau. Ich möchte Ihnen auch noch sagen, Sie haben auch noch die Gelegenheit, gleich an unserer Diskussion teilzunehmen. Wir haben auch noch ein Mikrofon für Sie bereitgestellt. Frau de France, enchantée. Soyez les bienvenus. Merci Wir freuen beaucoup. Uns sehr, dass Sie heute da sind. Und jetzt der Blick ins Ausland. Wo waren Sie am 9. November 1989? Damals studierte ich an der Sorbonne und an diesem späten Nachmittag war ich an der Uni mit meinen Kommilitonen und Freunden und wir waren noch anschließend im Quartier Latin in den Cafés und dann erfuhren wir, es kursierte diese Nachricht, es passierte etwas in Berlin und wir konnten das kaum glauben und wir haben einen Fernseher und gesucht und wir haben mit Kommilitonen und Freunden bis spät in die Nacht zusammen Fernseher geguckt und aber ich muss auch hinzufügen, dass ich das Glück hatte, dass ich im Sommer 89 einen Sprachkurs in Marburg besucht hatte und wir hatten jeden Morgen die deutschen Nachrichten geguckt und analysiert und so weiter und ich war wirklich fasziniert von den Ereignissen, die seit dem Sommer so passierten. So. Ich habe schon mit größtem Interesse diese Frage der Flucht der Bevölkerung nach Westen und die Demonstrationen, so. Aber trotzdem trotz dieser Ereignisse seit dem Sommer, das war eine unglaubliche Nachricht. Also Mauerfall, das war noch eine weitere Dimension. Mhm. Dankeschön. Eine Frage, die dann weniger gestellt wird, wo waren Sie am 3. Oktober 1990? Kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich auf Tour. Herr Dr. Vogel, wissen Sie? Ich war am 3. Oktober vor dem Reichstag bei dem Augenblick, wo zum ersten Mal die gesamtdeutsche Fahne aufgezogen wurde und Weizsäcker und Kohl und natürlich de Maizière und Genscher und alles dabei waren. Und spät abends bin ich dann zu Fuß zum ersten Mal vom Reichstag, der ja noch im Westteil lag, unter den Linden zum Palais, zu dem Kronprinzenpalais, wo ich war damals Vorsitzender der Adenauer Stiftung, die Adenauer Stiftung ein Notbüro eingerichtet hatte und ich auf einem Feldbett übernachtet habe. Die erste Nacht nach der Wiedervereinigung habe ich auf diesem Feldbett aber gut schlafend verbracht und war das wäre meine nächste Frage glücklich, diesen Tag erlebt zu haben. Ich will noch mal sagen, ich gehörte zu denen, die immer daran glaubten, dass es eine Wiedervereinigung geben würde. Aber ich war sehr im Zweifel, ob ich die selber noch erleben würde. Das hielt ich eher für unwahrscheinlich. Ich glaube, das war ja allgemein das Lebensgefühl, was man hatte. Hoffentlich noch eine Wiedervereinigung, aber ob man das selbst nochmal erleben wird. Entschuldigen Sie den Einspruch. Die Mehrheit der Westdeutschen haben nicht mehr an die Wiedervereinigung geglaubt. Und ich will jetzt keine alten Wunden aufreißen, aber noch 89, noch wenige Wochen, was etwa Günter Grass, was etwa Egon Bahr, was auch der sonst hochverehrte Willy Brandt, was Herr Lafontaine noch im Sommer 89 gesagt haben, man soll endlich aufhören, von der Wiedervereinigung zu reden oder gar zu schwätzen. Das ist heute oft vergessen. Im Osten Deutschlands wollte man die Wiedervereinigung verständlicherweise, aber im Westen hatte sich ein beträchtlicher Teil der deutschen Bevölkerung damit abgefunden. Und Günter Grass wagte zu sagen, er sei gegen die Wiedervereinigung und wenn sie komme, werde sie scheitern. Und ich glaube auch, wir haben ja die Bilder vom September 1987 gesehen, vielleicht wenn wir da nochmal einhaken können, wie als Honecker nach Bonn kam. Das kam auch nicht so gut an bei allen DDR-Bürgern. Ja, auch die Wiedervereinigung galt... Was haben die DDR-Bürger da geglaubt? Wie Sie gerade sagten, Herr Dr. Vogel, die Wiedervereinigung galt, wer das vertreten hat, das war ein Revanchist. Also das waren damals ja
da war dann, das war einfach schon der Status quo, dass es zwei deutsche Staaten gab. Und wer das eben nicht akzeptiert hat, der, naja, das war ein rückschrittlicher, heute würde als rechts bezeichnet. Ne? Und ich meine, damals, als es das Treffen zwischen Kohl und Honecker gab, für die, die für die Meinungsfreiheit und die Menschenrechte in der DDR auftreten, war das wirklich ein Fall in den Rücken. Ne? Also wir dachten ja eigentlich, dass wir vom Westen unterstützt werden in unseren Bürgerrechten. Aber nun ging ja der Westen den Weg, dass die DDR anerkannt würde, auch als dieser Staat, der er war. Und heute wissen wir, es war ein Unrechtsstaat. Also wir wussten das damals schon, aber da wurde natürlich nicht so darüber geredet, weil es darum ging, auch ein gutes Wetter zu machen. Aber die Intention von Helmut Kohl war ja eine andere, natürlich. Also ich war ein bisschen in diese Vorbereitung des Besuches verwickelt, weil Helmut Kohl im Wahlkampf, in einer Wahlkampfrede gesagt hatte, es gebe in der DDR KZs, schaltete Ost-Berlin auf völlige Zurückhaltung. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit Erich Honecker hatte, bei dem ich, wo er mir sagte, mein Enkel sagt, Kohl sei doch ein vernünftiger Mann, aber wie kann der denn über KZs sprechen? Und dann habe ich gesagt, Herr Honecker, Ihr Enkel hat noch nie einen Wahlkampf mitgemacht. Ich lade Sie ein, zum nächsten Landtagswahlkampf nach Rheinland-Pfalz Ihren Enkel zu schicken. Dazu ist es dann wegen der Ereignisse nicht mehr gekommen. Es kam aber zur Bestätigung des Besuchs von des ja schon lange anstehenden und erwogenen Besuchs von Honecker in der Bundesrepublik. Ich habe das mit Misstrauen, aber mit Einsicht, dass es notwendig sei, akzeptiert und ja auch akzeptiert, dass Honecker nicht nur in Bonn war, sondern unter anderem auch in Trier. Eine interessante Begegnung, tut aber jetzt hier nichts zu sagen. Ich finde, und in seinem Elternhaus dann auch. Ja gut, ich hatte natürlich auf Trier Wert gelegt wegen Karl Marx, nicht? Und hat mich ins Karl-Marx-Haus geführt. Ich hatte vermieden, in eine Kirche, was man sonst tut, wenn man Gäste hat, in Trier eine Kirche zu zeigen. Er wollte aber dann eine sehen, erstaunlicherweise. Aber wir waren also zusammen im Karl-Marx-Haus und er kam von Wiebelskirchen, oder ich glaube Wiebelskirchen, genau. Aus dem Saarland. Das ist aber eine andere Sache. Der Besuch war richtig, er fiel Kohl bitterschwer. Sie haben das ja vorhin gezeigt, die Abnahme der Militärformationen fiel ihm bitterschwer. Aber die Tatsache, dass ausgehandelt wurde, dass Kohls Tischrede im DDR-Fernsehen übertragen werden musste, war vieles wert. Eine in der Tat beachtliche Erfolg der Vorbereitung dieses Besuchs. Der Besuch bleibt mir natürlich in Erinnerung. Ich hätte nicht gedacht, 57 war der Besuch. 87 im September. 87. Sogar Sie haben sich vorhin versprochen und haben 86 gesagt. Ja? 87 war der Besuch. Ich hätte es damals für unmöglich gehalten, dass ich am 3. Oktober 2020, 30 Jahre Wiedervereinigung, ausgerechnet auf dem Hambacher Schloss, und ich möchte den Veranstaltern, ich möchte ausdrücklich der politischen Bildung danken, dass sie diesen Ort gewählt haben. Wir haben so um 1980 angefangen, Hambach zu entstauben und für den 150. Jahrestag des Hambacher Festes 1982 herzurichten. Das ist ja dann auch gegen viele Widerstände gelungen. Aber ich konnte mir 82 nicht denken, dass ich die 160 Jahre Hambacher Fest auf der Wartburg würde feiern können. Denn es ist ja eine Linie
von Jena und den Studenten und den schwarz-rot-goldenen Zeichen über die Wartburg, über Hambach, über Weimar, über Frankfurt, Frankfurter Parlament, über Weimar, Reichsverfassung, über Bonn zum wiedervereinigten Berlin. Und dass Sie mit dieser Veranstaltung hierher gegangen sind, beweist ein erfreuliches historisches Verständnis. Dankeschön. Madame de France, 3. Oktober 1990, wo waren Sie? In Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz, bei uns. In Mainz, ja. Am Institut für Europäische Geschichte. Ja. Ich war Stipendiatin am Institut und ich war so in dieser internationalen Gemeinschaft von jungen Wissenschaftlern. Und das war interessant, weil wir kamen fast aus der ganzen Welt. Und es gab junge Amerikaner, Nordamerikaner, aber auch Kollegen aus Polen, aus Ungarn und aus der Sowjetunion. Und uns insbesondere Kollegen aus den, aus den baltischen Staaten der Sowjetunion. Und wir hatten alle so mit großer Interesse diese Ereignisse verfolgt. Und ich glaube, für die Wissenschaftler, die aus diesen baltischen Städten, Regionen kamen, das war auch mit viel Hoffnung, viel Erwartungen. Ne? Es passierte etwas in Europa und genau. Die hatten wahnsinnig Interesse für diese Lage. Ja. Aber ich kann mich wirklich erinnern, dass wir das international mit Champagner oder mit Sekt am Institut für Europäische Geschichte gefeiert haben. Naja, jetzt haben wir gesehen, was die französischen Eliten anging. Die waren ja zumal beim Fall der Mauer erstmal ja sehr skeptisch. Ja. Und Mitterrand, können Sie vielleicht auch nochmal gerade sagen, also was genau seine Haltung war? Ich habe es ja nochmal ganz kurz angedeutet auf Konfrontation, aber wie sehr hat das die französischen Eliten betroffen? Und Sie wollten auch noch etwas dazu sagen, wie der Fall der Mauer, dann die deutsche Wiedervereinigung auch in der Bevölkerung in Frankreich ja, angekommen ist. Bei dem Fall der Mauer, das war so diese Emotion und diese Freude und Begeisterung und bei allen Ebenen, würde ich sagen. Ohne Skepsis? Pardon? Ohne Skepsis bei der Bevölkerung? Am 9. November, nein, das war die Emotion. Das war ja. Die Zeit für die Emotion, würde ich sagen. Und sogar Mitterrand hat am 10. November von einem glücklichen Tag gesprochen und von einem guten Tag, von einem guten Tag für die Freiheit. Und so nüchtern. Ne? Bei der Bevölkerung war die Emotion viel intensiver zu spüren. Und es gab damals viele Meinungsumfragen, die alle gezeigt haben, dass die große Mehrheit der Bevölkerung, ungefähr 60%, ihre Begeisterung geäußert hat und gesagt hat, sie hatte keine Angst vor Deutschland und vor einem Einigungsprozess. Man wusste nicht selbstverständlich noch, wie es passieren würde. Aber und für die Bevölkerung gab es so sehr viel Interesse für den ganzen Prozess bis Ende des Jahres. Ich würde sagen, ab Januar 90, diese diplomatischen internationalen Verhandlungen, 2+4 Verhandlungen, die in Frankreich 4+2 und nicht 2+4 benannt wurden, das hat die französische Bevölkerung nicht so interessiert. Und bei den Medien, so bei den Medieneliten und bei der Regierung, es gab diese Begeisterung auch am 9. November. Man muss auch nicht vergessen, das war damals in Frankreich das Année du Bicentenaire de la Révolution. Und man war in dieser also Stimmung. 200, es wäre eigentlich der 200. Jahrestag genau. Der Französischen Revolution ja, gewesen. Genau. 1789. Und, ja, und es gab ein Kulturprogramm, zum Beispiel im Hotel, im Théâtre de la Ville war das Theaterstück, der Auftrag von Heiner Müller,
die große Inszenierung des Jahres und Heiner Müller war sogar Gast im Festival d'Avignon im Sommer 89. So. Und so, das war diese Begeisterung für die Revolution. Und Mitterrand selber sollte im Dezember 89 sagen, man hätte so ein Geschenk, so ein wunderschönes Geschenk für so eine Gelegenheit nicht erwarten können. So. Und in den Medien war es ständig die Rede, so der Berliner Mauerfall, das ist wie der Fall der Bastille. So, das ist diese, diese Rede, dieses Narrativ war omnipräsent in den Medien. Und ich glaube, das Bicentenaire de la Révolution hatte sogar in Frankreich am Anfang des Jahres noch niemanden interessiert. Und man hat sich für das Bicentenaire der Französischen Revolution interessiert, weil es in der DDR diese friedliche Revolution und diese Ereignisse im Sommer und Herbst 89 gab. Und die zwei Ereignisse wurden miteinander wahrgenommen. Und irgendwann, aber ziemlich schnell, hat es sich gespaltet. Einerseits die Bevölkerung noch mit dieser positiven Meinung und auf der anderen Seite die Medien und Eliten und Regierung, insbesondere Mitterrand. Ich kann mich erinnern, dass eine Wochenzeitschrift einen Covertitel hatte, Faut-il avoir peur de l'Allemagne? Muss man Angst vor Deutschland haben? Und das war ständig das Thema von, muss man Angst vor Deutschland haben. Selbst also bei der Bevölkerung muss ich vielleicht eine kleine Nuance hinzufügen. 60% haben gesagt, ja, wir haben keine Angst. So, es blieben noch 40%. Die älteren Menschen hatten vielleicht mehr Angst. Das ist auch eine Generationsfrage. Sie lebten mit ihren Erfahrungen und Erinnerung an den Krieg und sie hatten Angst, dass der Annäherungsprozess, die Versöhnung, die deutsch-französische Versöhnung, die europäische Integration ins Spiel gesetzt wurde. Die Kommunisten sowieso, die waren nostalgisch, das Ende der Illusion des Kommunismus, aber das blieb in Grenzen. Und die hatten auch ein bisschen Angst vor der Wirtschaftsgröße eines vereinigten Deutschlands. Bei den Politikern, bei den Eliten, das war eher die Angst vor von der Großmacht Deutschland, so von der politischen Macht Deutschland. Vielleicht auch, dass man selbst ins Hintertreffen gelangt gegenüber einem großen Deutschland? Man, bis dahin war ja Frankreich Nummer eins. Ne? Ne? Gleichgewicht Deutschland, Frankreich, Gleichgewicht in Europa. Und plötzlich interessierten sich Moskau und Washington für Deutschland und Deutschland war im Zentrum. Und so, das war eine neue Konstellation in Europa und alle Politiker und alle Medien haben verstanden, was passierte in Deutschland. Das ist nicht nur eine deutsche Frage, das ist das Ende von der Jalta-Ordnung und was passiert danach. Ja, und damit, mit dieser Unsicherheit waren bestimmte Ängste verbunden. Und Mitterrand selber, ich glaube, es gab, wenn ich noch das kurz sagen darf, vielleicht drei Etappen. Zuerst Vorsicht. Er ist ein Mann seiner Generation, man muss das nicht vergessen. Und er brauchte... Er war auch in deutscher Kriegsgefangenschaft, wenn ich das mich recht erinnere. Genau. Und er hatte immer so in Erinnerung diese drei Kriege innerhalb 75 Jahre. So, das ist etwas sehr markant für ihn. Und er wusste diesen Versöhnungsprozess zu schätzen. So, das war ihm etwas Wichtiges und Europa, so die europäische Integration, das war auch etwas, das er mit dem er nicht spielen wollte. So, Vorsicht, und er wollte einen Prozess, der nicht zu schnell geht. Ja, und, das war die erste Etappe. Das war die erste Etappe. Genau. Die zweite Etappe, er war verärgert. Er war verärgert mit Kohl nach dem 10.
Fünf-Punkte-Plan. Weil Kohl hatte Bush Bescheid gegeben, dass er diesen Plan angedingen würde, aber Mitterrand hat er nichts gesagt. Und dann dachte er, so, das ist fast ein Verrat in der deutsch-französischen Freundschaft, und er war sehr verärgert, und seine Antwort war erstens die Reise nach Kiew, um Gorbatschow Anfang Dezember zu treffen, und zweitens die vor langem geplante Reise in der DDR in der Tat zu machen, wie geplant. Und ja, man hat ihm dann vorgeworfen, er hätte das SED-Regime versucht zu stärken. Und in der, so mit der im Rückblicken kann man sagen, das war ein Irrtum von Mitterrand, diese Reise gemacht zu haben. Das hat seinen Ruf beschädigt, und das hat auch Missverständnisse produziert. Und in der dritten Etappe, also das ist Pragmatismus, er wusste, und das ist auch der Trumpf von der deutsch-französischen Beziehungen, auch wenn es Spannungen gibt, will man einen Kompromiss finden, will man Frieden wieder knüpfen, und er hat Kohl in Lace, also sein Ferienhaus an der Atlantikküste, Ende Dezember 89 eingeladen, um das zu klären, und dann hat er gesagt, okay, er hat verstanden, er wollte den Zug der Geschichte nicht verpassen, und okay, Wiedervereinigung, aber mit Bedingungen. Ostgrenze, so die oder nice Frage. Er hat von Kohl eine klare Haltung so erwartet, und zweitens die europäische Integration beschleunigen und vertiefen. Wirtschaft und Währungsunion und auch diese politische und institutionelle Vertiefung Europas. So, das genau. Europa von Maastricht, ja. Ist da so schon. Und da wiederum auch diese Verbindung Europa und deutsche Einheit, ja. Von der ja auch immer Helmut Kohl gesprochen hat. Herr Dr. Vogel, jetzt würde mich doch mal interessieren, Sie als Politikmacher, war es unabdingbar für das Gelingen der deutschen Einheit, dass Helmut Kohl diesen 10-Punkte-Plan zu einem Geheimplan gemacht hat? Ich meine, Genscher wurde nicht informiert, Mitterrand wurde nicht informiert. Das war ja sehr mutig oder vielleicht auch unvorsichtig. Also dieser 10-Punkte-Plan war ja kein Geheimplan, sondern es ist nur nicht vorher mitgeteilt worden, dass er ihn vorlegen würde. Ja, aber das spielt ja eine große Rolle in der diplomatischen Mission. Vorgelegt hat, ist er ja gerade nicht ein Geheimplan gewesen. Der Diskussionspunkt ist, hätte er von diesem Text vorher, wie das sonst bei wichtigen Reden ist, seinem Außenminister und Koalitionspartner und anderen Kenntnis geben sollen. Das hat er nicht getan. Aber ein Geheimplan war es nicht. Sondern es waren seine Vorstellungen. Eine Geheimaktion. Bitte, ja, es war eine, er hat niemanden in die Vorbereitung einbezogen, nicht? Gut. Das ist, aber es ist ja nicht, wie es gibt Geheimpläne in der Geschichte, die erst nach 20 Jahren veröffentlicht worden sind. Die Zusatzprotokolle zum Hitler-Stalin-Pakt beispielsweise, das war ein Geheimplan, aber nicht der Kohl. Kohl hat nur diese 10-Punkte-Erklärung seine Frau schreiben lassen in Ockersheim und nicht vorher im Büro und nicht verteilt. Darüber kann man diskutieren. Es gibt Gründe dafür und dagegen. Geschadet der deutschen Wiedervereinigung hat es nicht. Sie müssen nämlich immer bitte bedenken, wir haben den Vorzug, wir wissen, wie es weitergegangen ist. Das wussten die ja damals nicht. Und deswegen ist, wie gerade auch sehr anschaulich geschildert wurde von Ihnen, die Freude über den Fall der Mauer und bei unseren Verbündeten und Partnern war nicht die Einverständniserklärung zur Wiedervereinigung, denn es war ein gedanklich noch weiter Weg von Fall der Mauer bis zur Wiedervereinigung.
zu sehen. Wir wissen heute, dass der Fall der Mauer zur Wiedervereinigung geführt hat. Das hat aber am 19. Dezember, als Helmut Kohl in Dresden seine bewegende Rede gehalten hat, niemand gewusst, sondern das wissen wir heute, weil wir den Vorzug haben, dass wir wissen, wie die Geschichte weitergegeben wurde. Und ich würde, wenn ich das darf, noch eine Bemerkung der französischen Wissenschaftlerin gerne aufgreifen. Sie hat davon gesprochen, die Stärke Deutschlands, die Furcht vor der Stärke Deutschlands. Und das möchte ich deswegen aufgreifen, weil wir ja an einem Jahrestag wie heute auch ein bisschen auf die Zukunft denken sollten. Wir müssen uns bewusst sein, dass Deutschland eine besondere Verantwortung in Europa hat, weil es stark ist, dass aber die Größe und Stärke Deutschlands in Europa nach wie vor auch Befürchtungen hervorruft. Und das vergessen wir gelegentlich und sind da gelegentlich der Tendenz zu brachial. Wir werden noch eine ganze Generation mindestens damit leben müssen, was in der deutschen Geschichte passiert ist im 20. Jahrhundert. Und wir müssen in Europa unserer Verantwortung als wirtschaftlich stärkster und bevölkerungsreichster Staat bewusst werden. Wir dürfen aber gleichzeitig nicht die Befürchtung vor einem starken Deutschland bei vielen unserer EU-Mitgliedstaaten bezweifeln. Das muss man bitte bedenken. Politik verlangt nicht nur, dass man vorausdenkt, sondern dass man auch zurückerinnert. Wer nicht weiß, woher er kam, weiß nicht, wohin er gehen soll. Dankeschön. Ja, ich würde sehr gerne auch die Diskussion zu Ihnen eröffnen. Wenn Sie Fragen haben, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Und danach würde ich ganz gerne nochmals auf dem Panel hier oben einige Gesichtspunkte aufnehmen, die mit Mythen und Erzählungen heute 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung halt zu tun haben. So, gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Der Herr da hinten, bitte. Wenn Sie bitte nochmals... Warten Sie, es kommt ein Mikrofon. Herr Dr. Vogel, Sie und Ihre Partei, Sie haben da immer an die Wiedervereinigung geglaubt. Ich frage mich, warum gab es keinen Plan A oder einen Plan B für eine Wiedervereinigung hier in Deutschland? Eine Frage an Sie. Und an Herrn Krawczyk habe ich auch eine Frage. Sie waren ja Kämpfer für die Demokratie schon zu Zeiten, wo es wirklich noch sehr, sehr schwierig war. 2 Jahre letztlich vor der Wiedervereinigung. Wie bewerten Sie denn die Aussagen oder die Aktivitäten von Frau Dr. Merkel oder von Herrn Gauck im Hinblick auf die Demokratiebewegung in der DDR? Welche Bemerkungen von Frau Merkel und Herrn Gauck haben Sie da im Sinn? Herr Dr. Vogel, an Sie hatte ich die andere Frage gerichtet. Ja, an Sie hatte ich einfach die Frage gerichtet, vielleicht nur warum ganz es keinen Plan A oder keinen Plan B gab für eine Wiedervereinigung. Ja, nur grundsätzlich zum besseren Verständnis für uns alle. Sie haben ja von einer Bemerkung von Herrn Gauck und Merkel gesprochen und die Frage, was Sie präzise jetzt, welche Bemerkung Sie meinen. Es war eine allgemeine Aussage, keine spezielle. Ja gut, dann, okay. Also ich möchte zunächst mal sagen, in der Tat kam die Wiedervereinigung in einem Augenblick, wo niemand mit ihr gerechnet hatte. Und ich habe es selber bitter erfahren, dass niemand einen Plan hatte, wie man die Wiedervereinigung zu vollziehen habe. Es gab ein Ministerium für gesamtdeutsche Fragen, ein Ministerium für gesamtdeutsche Antworten gab es nicht. Es gab, und es konnte es auch nicht geben, denn selbst Franz Josef Strauß wäre aus dem Bundestag vertrieben worden, wenn er gefordert hätte, man soll ein Konzept entwickeln für die Wiedererrichtung der Staaten, der Länder in der DDR. Er wäre als kalter Krieger vertrieben worden. Es gab keinen konkreten Plan im Jahr 89 in irgendeiner Schublade,
in irgendeiner Landesregierung oder in der Bundesregierung, was zu geschehen hätte, wenn morgen früh die Wiedervereinigung möglich wurde. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Wir haben ja vorhin auch von dem Kuratorium Unteilbares Deutschland gehört. Gab es nicht solche Institutionen, die sich vielleicht damit beschäftigt haben? Ja, die haben sich mit der Notwendigkeit, die Idee dran wachzuhalten und dafür zu demonstrieren und 17. Juni Gedenktage abzuhalten, beschäftigt, aber haben nicht festgelegt, was geschehen muss, um den Freistaat Thüringen wieder eine Regierung und einen Landtag zu geben. Da hat sich niemand dran gewagt, das wäre in der Tat Kalter Krieg hoch zwei gewesen. Und das hat uns zu Anfang, ob das jetzt in Erfurt oder in Dresden oder in Potsdam oder in Magdeburg war, ebenso Schwierigkeiten gemacht wie in Bonn, dass es konkrete Vorstellungen, wie man hic et nunc Wiedervereinigung zu machen habe, nur sehr mühsam gab. Und es sind ja dann sehr schnell sehr viele Konzepte entwickelt worden. Manche haben sich bewährt, manche haben sich nicht bewährt. Das wird jetzt hier zu weit führen. Was Frau Merkel und Herrn Gauck betrifft, so ist mir jetzt nicht eine einzelne Bemerkung, mit einer Ausnahme, die ich gleich bringe, wichtig, sondern die Tatsache, dass wie selbstverständlich eine Bürgerin der DDR, deutsche Bundeskanzlerin und ein Bürger der DDR mit allen Erfahrungen in der DDR deutscher Bundespräsident werden konnte, das wird mir meines Erachtens immer zu wenig bei der Betrachtung des Weges zur deutschen Einheit berücksichtigt. Ein Zitat von dem Bundespräsidenten Gauck scheint mir allerdings gerade heute zitierenswert zu sein. Er spricht davon, wir Deutsche hätten Grund zur wechselseitigen Dankbarkeit, und das meint, wir Westdeutschen hätten Grund, den Ostdeutschen zu danken, dass sie etwas fertiggebracht hätten, was uns Deutschen niemand zugetraut hat, nämlich eine friedliche Revolution, ohne dass ein Tropfen Blut fließt. Und die Ostdeutschen hätten Grund zur Dankbarkeit, dass Westdeutsche in einem Ausmaß finanziell und auch personell zur Hilfe bereit waren, zur Überwindung, wie es das so bisher noch nicht gegeben hat. Wechselseitige Dankbarkeit wäre in der Tat auch meines Erachtens angebracht. Ja, Punkt, sonst wird es zu lang. Okay. Herr Kraftschick, weil wir gerade das Wort des ehemaligen Bundespräsidenten gehört haben, ja, ebenso wechselseitige Anerkennung, Dankbarkeit. Ja, das ist immer gut. Ich weiß bloß nicht, inwieweit eine kollektive Dankbarkeit und so, ob das überhaupt so möglich ist, ob das überhaupt so wahrgenommen werden kann. Also heutzutage werden ja viele Statistiken aufgestellt, viele Umfragen gemacht und so weiter. Da kommt immer dabei raus, als wäre diese eine große Gruppe und diese andere große Gruppe. Aber es ist ja jeder einzeln für sich. Ne? Und wenn wir uns mal daran erinnern, also auch damals, als die friedliche Revolution gemacht wurde, da waren 10% der DDR-Bevölkerung, die auf die Straße gegangen sind. Ne? Und dann, als die Westmark eingeführt werden sollte, da war das natürlich ein viel, viel größerer Teil dieses Volkes, weil da dürfen wir uns nicht vormachen. Also es ist nicht die Mehrheit, die politisch interessiert ist und die an Veränderungen mitwirkt, sondern die Mehrheit ist daran interessiert, dass es ihnen gut geht. Und das ist natürlich mit der D-Mark damals eher gegeben gewesen als mit der Ostmark. Ne? Wir kennen ja die Situation in der DDR schon. Dass wir jetzt im Nachhinein so tun, als wäre die ganze DDR-Bevölkerung der Ansicht gewesen, es müsste zur friedlichen Revolution oder zur Wiedervereinigung kommen, das ist wahrscheinlich so ein Fernblick, den man dann durch diese Zeit, die vergangen ist, gewinnt. Aber das einzelne Schicksal wird dabei nicht berücksichtigt. Dankeschön. An Sie nochmals die Frage, ob von Ihrerseits es eine Frage ans Podium gibt. Weiter, der Herr bitte, hier vorne. Ja, im Nachhinein ist man ja immer klüger. Man weiß ja, wie die Sachen sozusagen gelaufen sind. Und ich bin ja auch Zeitzeuge, habe auch erlebt und wahrgenommen, wie das Thema der Wiedervereinigung bis zu dem
Mauerfall eben kein großes Thema war. Aber jetzt im Rückblick müsste nicht die Bewertung doch ein wenig anders ausfallen, weil sowohl in der Presse wie in der Politik doch der Eindruck sehr stark ist, dass das sehr überraschend kam. Aber wenn man sich zurückerinnert, dann weiß man, dass es schon 1988 oder schon früher, also die Sachen in Polen gingen ja bis Anfang der 80er, die Solidarność-Gründung, die heftigen Unruhen im Land. Sie haben 88 erhebliche Unruhe im Baltikum, im Kaukasus, ethnische Spannungen in der Sowjetunion. Sie haben den wirtschaftlichen Zerfall dieses Ostblocks, dieses Sowjetimperiums, der eigentlich offenkundig war. Es ist ja auch der Werner Obst aus dem Wirtschaftsministerium der DDR, der übergelaufen ist mit all seinen Berichten über die innere Lage, das ökonomische Desaster der DDR. Ist es nicht wenigstens im Rückblick, also aus der Zeit heraus verstehe ich, warum das sozusagen als Überraschung wahrgenommen wurde, aber müsste man nicht zu dem Schluss kommen, dass vieles von dem, was dann passiert ist, natürlich nicht zwangsläufig, aber in gewisser Weise sich angebahnt hat und sich eigentlich schon Jahre vorher angebahnt hat? Die Frage würde ich in die Runde stellen. Danke. Ja, wahrscheinlich also, können Sie da am meisten zu sagen. Ich gebe Ihnen recht, von heute zurückgeschaut, hätte man vor 89 die sich wandelnden Signale deutlicher zur Kenntnis nehmen sollen, als man sie zur Kenntnis genommen hat. Nur das eine ist der Lauf der Geschichte, man hat sie nicht so deutlich zur Kenntnis genommen. Und das andere ist die Arbeit der Historiker, die erforschen können, was gewesen wäre, wenn man sie ernsthafter genommen hätte. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich bin als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident jedes Jahr einmal zu einem privaten Besuch in die DDR gereist, weil ich die Landschaften und Regionen der DDR genauso kennen wollte wie die Westdeutschlands. Ich habe schon gemerkt, dass zwischen meinem ersten Besuch 1976 und meinem letzten 1988 sich etwas verändert hat. 1988 wagten sogar einige ganz Mutige schon über die Straße zu kommen, nur um ein Autogramm zu bitten. Das wäre 1978 noch unmöglich gewesen. Also Zeichen einer gewissen Lockerung hat es gegeben, aber Zeichen, dass die friedliche Revolution nur wenige Monate bevorstand, hat es auch für mich nicht gegeben. Eine Entwicklung war da, aber das hat mich sagen lassen, vielleicht kann es zu einer Konföderation und irgendwann in Jahrzehnten zu einer Wiedervereinigung kommen. Das war schon ein relativ mutiger Gedanke damals. Herr Krawczyk, Sie möchten auch noch etwas dazu sagen? Also, Sie haben ja die Innenansicht. Ja. Dass man sich so wenig vorstellen konnte, dass es wieder zu einer Vereinigung kommt, das liegt wahrscheinlich auch an dem Denkdiktat, was ausgesprochen wurde, indem man eben den Status quo akzeptiert und diese beiden Deutschländer dann sozusagen als das nimmt, was eben jetzt der Wirklichkeit entspricht. Und es ging ja auch darum, den Kalten Krieg so weit wie es geht zu entkräften, also eine Harmonie herzustellen, die dann eben in erster Linie mit diplomatischen Mitteln passierte. Und dazu gehörte, glaube ich, wirklich eben dieses Denkdiktat, dass der Status quo akzeptiert wird. Hier vorne, der Herr hat auch noch eine Frage. Herzlichen Dank. Ja, mehr eine Anmerkung als eine Frage. Herr Dr. Vogel, Sie haben vorhin diese Offenheit der historischen Situation angesprochen. Wir sind im Rückblick natürlich immer etwas schlauer, aber das ist ein methodischer Nachteil. Wenn wir uns zurückversetzen in die Zeit kurz vor dem 9. November 1989, die Menschen damals hatten noch sehr genau vor Augen, was wenige Monate vorher in China passiert war. Das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Und die Angst, die darf man nicht unterschätzen. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich noch mal bemerkenswerter, dass eben 70.000 dann oder noch mehr dann in Leipzig demonstrieren. Ich habe Anfang der 90er Jahre einen Studenten kennengelernt, der damals als NVA-Soldat, Wehrpflichtiger, in den Straßen Leipzigs, in den Umfeldern zusammengezogen war mit anderen Truppen und die hatten alle scharfe Munition dabei. Ich möchte noch an eine Sache anknüpfen, die Sie, Frau Professorin de France, gesagt haben, dieses internationale Umfeld. Ich war am 3. Oktober 1990 als Austauschstudent mit 6 Kommilitonen aus Mainz in Glasgow
Und wir hatten damals, auch ein bisschen überraschend, eine Reunification Party veranstaltet. Und da waren dann also Amerikaner und Schotten und Engländer und Italiener und Franzosen. Und die Gespräche an dem Abend, die waren ein bisschen ein Spiegel der 2+4 Gespräche. Am bemerkenswertesten fand ich die Reaktion eines südkoreanischen Kommilitonen. Der war völlig enthusiastisch. Und jetzt, 30 Jahre später, verstehe ich warum. Die warten nämlich bis heute. Dankeschön. Ich würde ganz gerne jetzt noch zu Erzählungen, möglichen Mythen kommen, die es so 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gibt, und auch diese Fragen ans Panel stellen, wie man dazu steht. Es gibt ja immer wieder gewisse Auffassungen, die es in Ost und West gibt, zur deutschen Einheit, zum anderen Teil Deutschlands, wie zum Beispiel, dass man ja die deutsche Wiedervereinigung zu schnell durchgeführt hätte, nach Artikel 23 des Grundgesetzes, der eigentliche Artikel 146, also die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung, wo dann beide Teile Deutschlands eine gemeinsame Verfassung ausgehandelt hätten, wäre eigentlich der bessere gewesen. Ist die Einheit zu schnell gekommen? Wurde der Osten überrumpelt bei dieser Einheit, nicht berücksichtigt? Wie sehen Sie das? Ja, vielleicht Stefan Kraftschick. Also ich finde nicht, dass das so schnell ging. Es war richtig, dass das so ging, und unsere europäischen Nachbarn im Osten beneiden uns auch darum, dass wir die Möglichkeit hier hatten, auf eine Wirtschaftsmacht zurückzugreifen, die dann eben der DDR, also besser gesagt den neuen Bundesländern, dann auf die Beine geholfen hat. Und diese Legende, dass es da irgendwie noch einen dritten Weg oder was auch immer gegeben hätte, das habe ich nie mitvertreten. Weil dieser Sozialismus, also der ist nur zu machen, wenn ihm diese ganzen Krankheiten, die ich ja nun zur Genüge kennengelernt habe, wenn die dann auch bestehen. Also sobald diese Krankheiten wie Meinungsunfreiheit oder Reiseunfreiheit oder Presseunfreiheit geheilt sind, funktioniert der Sozialismus nicht mehr. Und dann habe ich natürlich gesehen, nachdem ich schon ein und ein Dreivierteljahr im Westen gewesen bin, dass die soziale Marktwirtschaft keine Alternative braucht. Dass das Kapital natürlich auch keine Grenzen braucht. Also ich denke, das war auch die Voraussetzung, dass es jetzt zu dieser Globalisierung kommen konnte, dass eben diese Mauer gefallen ist, dass die Grenze zwischen den damaligen Weltreichen eben gefallen ist, damit sich eben die Wirtschaft noch besser ausbreiten kann. Also dieser Druck des Kapitals, der war ja auch so groß, dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, wenn wir jetzt über die Wiedervereinigung reden, dass dazu ja auch gewisse wirtschaftliche Voraussetzungen bestanden, die dann auch nach Veränderungen gerufen haben. Herr Dr. Vogel, Sie waren ja unmittelbar nach der Deutschen Wiedervereinigung Ministerpräsident in Thüringen. Ich bin der festen Überzeugung, dass nur der Weg über den Artikel 23 zur raschen Wiedervereinigung geführt hat, dass der Weg über 146 nicht ausgereicht hätte, um den kurzen Spalt, um den Zeitpunkt, wo der Spalt der Wiedervereinigung offen stand, zu nützen. Die Chance zur Wiedervereinigung mit Gorbatschow und Bush wäre versäumt worden. Und wenn ich jetzt heute lesen muss, dass 50 oder 55% der DDR-Bürger, ehemaligen DDR-Bürger, angeblich sich als Bürger zweiter Klasse fühlten, so kann ich nur sagen, über 146 würden sich heute 100% der Bürger der ehemaligen DDR als verraten fühlen, weil es nicht zur Wiedervereinigung gekommen wäre. Man muss die beiden Dinge miteinander zusammensetzen. Sicher wäre manchen Bürgerrechtlern eine Mitgestaltung an einem neuen dritten Deutschland in einer neuen Verfassung lieber gewesen. Aber es war dazu keine Zeit. Es war nur der eine Augenblick, der offen stand, die Wiedervereinigung zu erreichen. Und darum nehme ich die Kritik, es sei zu schnell gegangen,
gerne in Kauf, lieber zu schnell als nicht. Und deswegen bin ich auch sehr damit einverstanden, dass jedes Jahrestag wie auch dieser wieder eine ganze Reihe von Veröffentlichungen zutage fördert, wo Leute ihre Erlebnisse, ihre Ansichten darlegen. Das ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Aber sie ersetzen nicht, dass wir uns ein bisschen besinnen, dass 30 Jahre später nicht alles, aber vieles gut gelaufen ist, dass es noch keine Zeit ist für eine Abschlussbilanz, dass manches noch zu tun bleibt und dass uns im Übrigen inzwischen die Tagesordnung von heute, ob Ossis oder Wessis, gemeinsam fordert und dass die Gestaltung der Zukunft ebenfalls zur Bewältigung der Aufgaben der Wiedervereinigung gehört. Frau de France, wenn wir bei Narrativen sind, das Narrativ des großen bedrohenden Deutschlands, wie sieht es aus 30 Jahren nach der Wiedervereinigung? Gibt es das noch bei den französischen Eliten oder in der französischen Bevölkerung? Wir haben ja auch gesehen, dass es da durchaus verschiedene Wahrnehmungen geben kann. Ja, so wie gesagt, so, damals vor 30 Jahren gab es vielleicht diese Angst vor ein großes Deutschland, so wirtschaftlich, politisch. Es gab auch Zeitungen, die La Grosse Allemagne, nicht das große Deutschland, sondern das dicke Deutschland. Großdeutschland, so, das ist sehr negativ. So, das illustriert ein bisschen diese Angst, die damals war. Heutzutage würde ich nicht sagen, oder bei den verschiedenen unterschiedlichen Regierungen, die in Frankreich seit 30 Jahren waren, habe ich keine Angst vor Deutschland, vor der deutschen Regierung gespürt. Aber es gibt noch manchmal Anspielungen, insbesondere bei der französischen Linken, bei der France Insoumise, bei Mélenchon in seinem Buch. Ja, man muss sagen, auch bei der Extremen. Ja, ja. So also nicht nur links, sondern bei der Extremen. Halt, ja, ne? Genau, La France Insoumise und Linksradikalen. Ja. Und in seinem Buch Le Harangue de Bismarck, Bismarcks Hering, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch übersetzt wurde. Und das ist ein Thema, weil für ihn Deutschland, das ist die Verkörperung des Kapitalismus, des Liberalismus, alles, was er hasst. Und dann bei ihm gibt es ja ein Bild von das Großdeutschlands als eine Gefahr oder als Verkörperung von Kapitalismus, Liberalismus, Globalisierung und der Deutsche kommt nicht mehr mit dem Stahlhelm, sondern mit seinem Kapitalismus und seinem Liberalismus. Ja, wir haben auch diese Karikaturen während der Krise in Griechenland gesehen. Und so, das war nicht so schlimm, von Weitem nicht so schlimm in der französischen Presse wie in der griechischen Presse. Aber dann gab es auch einige Karikaturen, die nicht so sympathisch waren. Mhm. Aber ich glaube, bei der Bevölkerung ist man eher froh, mit einer stabilen, befreundeten Bundesrepublik rechnen zu können. Und diese stabile und starke Bundesrepublik ist eher ein Stützpunkt für Frankreich. Wie würde im Schnitt, kann man natürlich nicht im individuellen Fall sagen, aber so im Schnitt, ein französischer junger Mensch heute so zwischen 18 und 25 Deutschland sehen. Was ist so das Bild, was vielleicht da präsent wäre? Ja, wenn wir unsere Studenten gucken, wenn sie von Deutschland sprechen, sprechen sie oft von Berlin, muss ich sagen. Sie wollen alle nach Berlin. Und weil Berlin international, kosmopolitisch, Kunstszene, Partyszene. Ist kultig. Ja, und viele, die nach Berlin fahren für Erasmus oder irgendein Programm, bleiben auch in Berlin. So, das ist die Begeisterung für dieses Land, wo so viel passiert ist. Weil die Geschichte war dort verortet in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, es gibt viele Begeisterung und von Frankreich gesehen, Ost- oder Westdeutsche, das
das ist eine weite Sache. Das spielt, ich glaube, nicht so eine Sache. Und in Berlin, die wissen nicht, ob Ost oder West, die sind in Berlin. Ja, danke schön. Noch eine Frage aus dem Publikum, bitte, wenn es diese gibt. Ja, bitteschön, die Dame. Mikrofon kommt gleich. Warten Sie bitte. So, dankeschön schon vorab. Dankeschön. Mein Name ist Astrid Lang. Ich möchte Madame de France besonders danken, dass Sie den Konnex hergestellt haben zwischen 200 Jahre Französische Revolution und eben 1989, den 9. November. Ich persönlich bin 1970 geboren. Ich glaube, die meisten hier im Raum sind so ungefähr in dem Alter. Und ich stamme aus einer deutsch-französischen Ehe. Meine Mutter hat in Caen studiert, sie ist Normannin. Mein Vater in Würzburg. Die beiden Universitätsstädte wurden damals als Partneruniversitäten ausgewählt. Damals gab es noch kein Erasmus. Aber es gab von französischer Seite große Vorbehalte gegen diese Partnerschaft, eben auch wegen des historischen, dunklen historischen Erbes. Und ich möchte Ihnen einfach danken, also diesen Konnex hatte ich nie hergestellt und ich erinnere mich, dass ich 1989 wohl auch in Frankreich, in der Normandie war und mein Großvater, der hatte solche Art, wie soll man sagen, heutzutage würde man Giveaways dazu sagen, von der französischen Revolution und dieser Konnex war mir ganz entfallen, also Sie haben alle bei mir auch Gefühle geweckt, das gilt auch für meine Freundin, die hier anwesend ist, die zu den Widerstandskämpfern letztlich in der DDR gehörte und ich möchte der ganzen Veranstaltung danken, also der biografische Einstieg in den Einleitungsworten und die Mischung, die Sie ausgesucht haben, finde ich ganz hervorragend. Vielen Dank einfach. Ja, vielen Dank. Dankeschön. So, ich würde ganz gerne noch eine Erzählung in die Runde hineingeben, dann vielleicht auch mal nach den Leistungen fragen. Ja, ich habe so das Gefühl, wenn man heute den Fernseher anschaltet, Jugendlichen schauen fast gar kein Fernsehen mehr, die klappen ihren Laptop auf, streamen irgendetwas, aber egal. Und dann kommt irgendwie ist zur Bilanz der deutschen Einheit 30 Jahre lang, hat man das Gefühl, so fast zwanghaft schaut man immer auf das, was nicht gut funktioniert hat. Wobei man sich da ja auch da auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Deswegen würde ich dann auch nochmal zum Schluss ganz gerne auf die Leistungen vielleicht mal blicken. Aber zuerst mal noch eine Erzählung, die sehr im Osten präsent ist. Gerade gestern hat mir ein junger Mann, der noch in Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt aufgewachsen ist, gesagt, naja, also die Treuhand, na, das ist so ein ganz großer Reizpunkt im Osten. Und man hätte ja sehr viele DDR-Betriebe ja retten können, hätte man gewollt und hätte man die besser unterstützt und hätten nicht westdeutsche Konzerne ja auch viele ostdeutsche Betriebe als Konkurrenten eben auch vernichtet. Da hätte ich mal ganz gerne auch Ihre Meinung dazu. Also ich weiß, dass die Treuhand bei sehr vielen Leuten sehr kritisch gesehen wird, im Osten vor allem. Ich glaube auch, dass sie Fehler gemacht hat. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es der Treuhand gelungen ist, aus der maroden sozialistischen Planwirtschaft eine wettbewerbsfähige internationale Wirtschaft wieder in den neuen Ländern zu entwickeln. Vor allem eine robuste mittelständische Wirtschaft. Allerdings hat sich gezeigt, Umbau kann schwieriger sein wie Neubau. Der Ludwig Erhard hat nach der Währungsreform 1948 die soziale Marktwirtschaft eingeführt und sie war verbunden mit Erfolg von Erfolg und mit einem Wirtschaftswunder und einer Vollbeschäftigung. Der Zusammenbruch der sozialistischen Planwirtschaft in den neuen Ländern war verbunden mit einem Zusammenbruch fast aller Unternehmungen, die nicht leistungs- und konkurrenzfähig waren. Und der Umbau forderte zunächst Arbeitslosigkeit.
nicht wie bei Erhard, dass die Arbeitslosigkeit von Jahr zu Jahr zurückging, sondern dass sie stieg bei mir in Thüringen bis über 20%. Heute ist die Arbeitslosigkeit in Thüringen niedriger wie in Nordrhein-Westfalen. Aber der Umbau war ein sehr schmerzhafter, unvermeidlicher Prozess. Wir mussten den Bau von Wartburgs durch 10.000 Arbeiter in Eisenach einstellen, weil niemand mehr einen Wartburg brauchte und kaufte und wollte. Wir mussten Opel nach Eisenach holen, weil die Leute Opel und Ford und Volkswagen wollten und kauften. Dieser Umstellungsprozess war das Schwierigste überhaupt im ganzen Wiedervereinigungsprozess in den ersten 10, 15 Jahren nach der Wiedervereinigung. Aber er war notwendig und darum sollte man die Treuhand zwar kritisch beurteilen, aber man sollte sie nicht verurteilen. Ihr allein ist es gelungen, diesen Umbau wirklich erfolgreich durchzuführen. Dankeschön, Herr Kraftschick. Haben Sie da auch noch? Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung, Herr Dr. Vogel. Es wird heute so viel auf die Treuhand geschimpft und ich denke, das ist auch Methode, also weil wir haben ja heute oftmals so ein linkes Meinungsdiktat und da wird zum Beispiel davon abgelenkt, dass die linke Partei, die ja im Bundestag sitzt, dass die eben Milliarden veruntreut hat. Ne? Und wenn man die Schuld immer auf die Treuhand schimpft, na, sicherlich gab es da auch mancher Betrieb, der vielleicht konkurrenzfähig gewesen wäre. Natürlich ist das in jedem Fall auch immer mit Einzelschicksalen verbunden gewesen. Das war eine schwierige Zeit, gut, aber dass heute so viel darüber diskutiert wird, dass die Treuhand alles falsch gemacht hätte, das ist für meine Begriffe auch ein Ablenken davon, dass so viel Unrecht passiert ist, eben von dieser SED, die dann die PDS war, die jetzt die Linken sind. Ne? Darf ich noch ein kleines Beispiel geben? In Sonneberg in Südthüringen gab es eine Fabrik, die stellte Staubsauger her. Als ich sie besuchte, sagte mir der Direktor, bei uns brauchen Sie sich keine Sorgen machen, wir liefern unsere Staubsauger schon seit 10 Jahren nach Westdeutschland. Nach 4 Wochen kam derselbe Mann wieder zu mir nach Erfurt in die Staatskanzlei und sagte, wir sind pleite, denn zum ersten Mal ist ausgerechnet worden, was ein Staubsauger kosten muss. Bisher hatten wir die Weisung, ihn zur Beschaffung von Währung aus dem nichtsozialistischen Ausland immer billiger zu liefern, als der Hersteller in Westdeutschland in der Konkurrenz das tat. Wenn wir konkurrenzfähig liefern wollen, brauchen wir die Treuhand und brauchen wir einen Umbau. Heute sind noch 1/4 von Beschäftigten in einem modernisierten Betrieb in der Lage, weiter Staubsauger zu liefern. Das Viertel der Belegschaft ist zufrieden. Die 3/4 nicht mehr Beschäftigten, insonderheit, wenn sie keine andere Arbeit mehr bekommen haben, sind natürlich über die Treuhand enttäuscht. Das lässt sich gern feststellen. Es gab aber gar keine andere Möglichkeit, als Wettbewerbsfähigkeit unter sehr großen Schmerzen herzustellen. Und dieses Beispiel, das ich genannt habe, ist ja nur eines von vielen Hunderten, die sich ähnlich vollzogen haben. Frau Professor de France, wenn man aus Frankreich nach Deutschland schaut, was bewundern vielleicht die Franzosen am meisten, was die Deutschen geschafft haben in diesen 30 Jahren? Wir wollten jetzt mal auch von Leistungen sprechen. Gibt es da etwas, wo man mit Achtung nach Deutschland schaut und sagt, okay, das ist gut gelaufen in diesen 30 Jahren? Ja, so wenn man die Presse guckt zum Beispiel, das ist eine sehr, so die Geschichte der Wiedervereinigung ist als eine gelungene Geschichte sehr mehrheitlich erzählt. Selbstverständlich gibt es auch dieses Milieu, die eine Verlustgeschichte erzählen wollen, so nach dem
verschwinden der DDR, aber das ist eine Minderheit. So, das ist eine, als eine Erfolg oder gelungene Geschichte mit Problemen, die gesprochen werden, noch diese Diskrepanz sind Arbeitslosigkeitsquoten, Einkommen im Osten und Westen, so die Probleme werden behandelt, aber insgesamt eine positive Geschichte und dass die bei der jungen Generation, dass die Menschen sich zuerst als Deutsche und Europäer fühlen, das wird auch sehr geschätzt. Und wenn es, wie gesagt, diese Milieus, die immer behaupten, so das wäre katastrophal in den östlichen Bundesländern, so die wirtschaftliche Lage und so weiter, hat man langsam oder allmählich wahrgenommen, dass Arbeitslosigkeit in den sogenannten neuen Bundesländern niedriger ist als in Frankreich im Durchschnitt. Und dann muss man sagen, okay, das ist wirklich eine gelungene Geschichte. Dankeschön. Herr Krawczyk, Ihrer Meinung nach, so Leistung 30 Jahre nach der Deutschen Wiedervereinigung, was fällt Ihnen da vor allem ein? Es wird heute sehr viel darüber geredet, dass die Ostdeutschen fühlen, ihre Lebensleistung würde nicht anerkannt. Aber das ist, glaube ich, auch ein Mentalitätswechsel, der da so langsam mal erfolgen kann. Für die Lebensleistung ist ja der Mensch selbst verantwortlich und das in das richtige Licht zu rücken, dafür ja eigentlich auch. In der DDR gab es so diese pädagogische Methode, die Leute dann eben einmal im Jahr mit irgendwelchen Orden zu bestücken und so. Da gab es dann dieses öffentliche Auge, was auf den Einzelnen geschaut hat, wodurch er sich anerkannt fühlte. Das ist für meine Begriffe ein sehr unselbstständiges Sein. Und ich finde diese Art und Weise, dass diese Weiterentwicklung in Deutschland zu betrachten, dass man eben nur das daher betrachtet, wie wenig die eigene Lebensleistung anerkannt wurde, das ist ein bisschen wenig. Das zeugt nicht gerade von dieser vielbeschworenen sozialistischen, allseitig gebildeten Persönlichkeit. Also von daher ist dann nicht viel in unsere Zeit übernommen worden, wenn man letztendlich mit derselben Mentalität an seine eigene Rolle in der Gesellschaft herangeht. Herr Dr. Vogel, worauf können wir stolz sein? Ich beschränke mich darauf zu sagen, dass ich es eine sehr gute Idee halte, heute nicht nur über Deutschland zu reden, sondern Frankreich mit in die Diskussion einzubeziehen. Europa hängt davon ab, dass Frankreich und Deutschland den Motor der Einigung darstellen. Sie dürfen die anderen Länder dabei nicht links liegen lassen und nicht überfordern, aber sie müssen ihnen vorangehen. Und wenn ich aus meiner Generation sagen darf, das hätte ich mir 1945 nicht vorstellen können, zu erleben, dass Deutschland wieder eins ist, dass in Deutschland Wohlstand herrscht und dass Frankreich und Deutschland versöhnt sind. Und wenn man das heute sagen darf, dann kriegt man den Mut, auch die heute auf der Tagesordnung stehenden Probleme zu lösen. Wenn diese Probleme in der Vergangenheit gelöst werden konnten, gibt es keinen Grund, dass die heute Verantwortlichen nicht auch die Probleme von heute lösen können. Sie brauchen dazu nur Mut und Entschlossenheit. Dankeschön. Und ich glaube, ein besseres Schlusswort auch als für diese Podiumsdiskussion oder dieses Panel kann es auch gar nicht geben. Vielen Dank an die Runde, vielen Dank auch an Sie im Publikum für Ihre Teilnahme an dieser Diskussion. Jetzt geht es weiter mit Stefan Krawczyk. Sie haben uns noch ein bisschen Musik mitgebracht. Ja, ich werde jetzt noch 6, 7 Lieder singen. Und ich, um das hier hinzustellen, brauche ich 2 Minuten. 2 Minuten, also noch eine kurze Pause. Vielen Dank. Im Iglu auf dem Eskimo-Mond kam heute früh ein Kind ans Licht. Das wird nicht angemeldet.
weil keiner dort die Akten füllt, sobald sich wer ins Leben brüllt. Die Ordner wurden kurzerhand im letzten Winter angebrannt. Leute hinterm Eskimär, die lieben eben Wärme sehr und eben auch die Kinder. Die Leute hinterm Eskimär, die lieben eben Wärme sehr und eben auch die Kinder. Du, 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 du. Für 1987, das nimmt ja schon den Wunsch vieler Leute in der DDR vorweg, sich nämlich eine Gesellschaft zu wünschen, in der nicht alles von irgendwelchen Leuten durchleuchtet wird, worüber eine Akte angelegt wird. Muss ich vielleicht auch heute sagen, also als ich damals die Akte beantragt hatte, die einzusehen, da bekam ich dann natürlich diese vielen Aktenordner und die ganzen Namen waren geschwärzt. Also wer sich dann aufgeschwungen hat, um die Akte zu zensieren und dann das Ergebnis demjenigen, den das ja unmittelbar betrifft, dann vorzustellen, das ist ja eigentlich schon wieder eine neue Einschränkung von Freiheit, nämlich die ja auch darin besteht, einfach zu wissen, was die Schergen der Macht über einen selber geschrieben haben und wer das dann gewesen ist im einzelnen Falle. Ne? Ja, aber das nächste Lied, das ist auch von 1987, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, das war damals die 750-Jahr-Feier von Berlin. Das dürfte ja auch bis Rheinland-Pfalz gedrungen sein. Ne? Und ich habe da ein Lied dazu geschrieben, ich hatte da schon 2,5 Jahre Berufsverbot und nichts mehr zu verlieren und Berlin-Lied. Endlich gibt es mal ein Fest, das ideologisch sauber ist, denn für 750 kann ja weder Kranz noch Christ. Doch die Herren sollen wissen, dass eine Alt-Berliner Tracht vielleicht nicht gerade das ist, was uns wirklich Gaudi macht. Anlässlich des Jubeljahres möchte ich den Kudamm sehen, ohne vorher auf den Ämtern wie ein Dussel rumzustehen. Wenn die Oberbürgermeister, dann gehen wir mal rüber spielen, will ich neidlos ostwärts trampen und nicht schräg nach Westen schielen. Ich zum Beispiel würde mich ehrlich über blinden Hunde freuen, anstatt jener scharfen Bestien, die am Grenzwall wieder keuen. Wenn die Jungs vom Schießkommando ökologisch Wache stehen, wird die Mauer wieder ein Röschen in der Hecke untergehen. Auch eine Amnestie wäre nobel, um letztendlich zu befreien unsere hohen Staatsbanausen, ja, ich würde ihnen verzeihen. Einen Vorteil hätte die Sache jedenfalls am 1. Mai, wenn sie leer ist, die Tribüne, muss auch keiner dran vorbei. Was ja bloß nicht heißen sollte, dass wir nicht mehr demonstrieren. Für zum Beispiel helle Köpfe würde ich schon einen Schuh verlieren. Aber niemals mehr im Gleichschritt und auch nicht in Uniform. Unter diesen deutschen Zeichen haben wir schon zu viel verloren. Ja, ich würde mächtig feiern, wenn ich Grund zum Feiern hätte. Wenn die Zeitung nicht so öd wäre, spring ich zeitig aus dem Bett. Wenn die Kinder Ost- und Westseits unseren Dreck beiseite räumen, feiern die vielleicht eine Fete, wovon ich heute manchmal träume. Ach Berlin, du alte Tante, wirst auf Feiertag getrimmt und dein Riss wird zwar gepudert, doch es bleibt der alte Grind. Nach der Orgie werden hoffentlich die Leute dieser Stadt aus dem Rausch erwacht bemerken, was sich nicht geändert hat.
Ich möchte Ihnen jetzt ein Lied spielen aus dem Jahre 1990. Natürlich war das sehr, sehr lebensbeeinflussend, wenn zum Beispiel Freya Clear, meine damalige Frau, und mich waren 82 Spitzel angesetzt. Natürlich beeinflusst das das Leben ganz immens und natürlich auch die innere Psyche. Also man denkt wirklich, man ist was Besonderes, wenn so viele Leute nach einem gucken, ne? Und als ich dann im Westen war und kein Stasi-Auto mehr hinter mir hergefahren ist, da dachte ich, wie, bist jetzt nicht mehr interessant. Also es werden dadurch bestimmte Unwägbarkeiten in einem in Gang gesetzt, mit denen man sich dann später auseinanderzusetzen hat, um wieder zu dieser, sagen wir mal, persönlichen Souveränität zu gelangen. Und das habe ich versucht in einem Lied zu verarbeiten. Das heißt, mein Freund, der Feind. Ich hatte einen bösen Feind, der hat es gut mit mir gemeint und ließ mich aufrecht gehen. Mein Feind war mir ein Augenfang, ich danke ihm, dass er mich zwang, so geradeaus zu sehen. Mein Freund, der Feind ist tot, war nicht mehr zu ertragen. Nun fürchte ich das Morgengrauen und eigenes Unbehagen. Ich fühlte seine Gegnerschaft und schmorte nie im eigenen Saft, ein Sud aus Selbstzerfleischen. Ich tappte in die Fallen rein und wurde mit gestelltem Bein zum Meister im Entweichen. Mein Freund, der Feind ist tot, war nicht mehr zu ertragen. Nun fürchte ich das Morgengrauen und eigenes Unbehagen. Feind, der hat mir nichts geschenkt, hat mich nur von mir abgelenkt. Ich werde ihn vermissen. Ich war fast nie mit mir allein, so ließen mich die Innereien nur halbe Sachen wissen. Mein Freund, der Feind ist tot. Was fang ich morgen mit mir an? Ich sitz, nachdem der Tag begann, wohl unter Trauerweiden. Und beiß ich selbst mir ins Genick, so werde ich mit steifem Blick sein Heckengrab beschneiden. Mein Freund, der Feind ist tot, war nicht mehr zu ertragen. Nun fürchte ich das Morgengrauen und eigenes Unbehagen. Nun fürchte ich das Morgengrauen und eigenes Unbehagen. Man muss doch auch mal was sagen können, wenn man was auf dem Herzen hat. Man muss doch die Spreu auch vom Weizen trennen, sonst wird man doch nie richtig satt. Wir wissen's, ach, wir wissen's nicht, und der Regen peitscht uns ins Gesicht. Wir wissen's, ach, wir wissen's nicht, und der Regen peitscht uns ins Gesicht.
man muss doch auch mal übern Acker stampfen, die Erde ist matschig und braun. Man muss doch sein Herz auch in Ordnung halten, sonst hat man doch gar keinen Raum. Wir wissen's, ach, wir wissen's nicht, und der Regen peitscht uns ins Gesicht. Wir wissen's, ach, wir wissen's nicht, und der Regen peitscht uns ins Gesicht. Man muss doch auch mal mit den Wölfen heulen, dieser himmelhoch schöne Gesang. Man muss sich doch auch mal ins Leben träumen, das ist nämlich gar nicht so lang. Wir wissen's, ach, wir wissen's nicht, und der Regen peitscht uns ins Gesicht. Wir wissen's, ach, wir wissen's nicht, und der Regen peitscht uns ins Gesicht. Wir wissen's, ach, wir wissen's nicht, und der Regen peitscht uns ins Gesicht. Wir wissen's, ach, wir wissen's nicht. Ja, in erster Linie ein Tag voller Freude, der 3. Oktober, und da sollte man sich nicht an die Unterschiede zwischen den deutschen Ländern verständigen, sondern vielleicht auch über die Gemeinsamkeiten. Und eine der allgemeinsten Gemeinsamkeiten, die wir wohl alle zu unserem Innenleben zählen, ist, dass uns ein gutes Essen besser schmeckt als ein schlechtes, oder? Also wer verlangt nicht eher nach einer guten Speise als nach einer schlechten Speise? Und da sind ja nun Rheinland-Pfalz und Thüringen, der Dr. Vogel, der kennt ja nun beide Länder sehr gut, er wird mir, jetzt kann er nicht mehr, ist schon weg, aber er würde mir bestätigen, dass beide Länder sehr, sehr sinnliche Völker beheimaten, sagen wir mal so. Und die Thüringer, die zeichnen sich besonders aus durch eine ausgesprochen schmackhafte Soßenkultur. Also ich weiß nicht, ob Sie in Thüringen schon mal Roulade mit grünen Klößen und Rotkraut gegessen haben. Und dazu gehört natürlich diese braune Soße, ganz klar. Ne? Und ich finde, wir sollten am heutigen Tage auch dieser schönen Eigenart gedenken, eben des sinnlichen Genusses eines guten Essens, natürlich mit der entsprechenden Soße. Und ich habe deswegen extra heute die Ode an die Soße mitgebracht. Und die können wir vielleicht im Refrain dann zumindest zusammen singen. Das wäre doch dem Feiertag gemäß, ne? Herr Kukatzki. Sie kennen das ja schon, dieses Lied Ode an die Soße. Der Refrain ist: Oh, diese Soße, oh, diese Soße, oh, diese Soße. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Die ist so wunderbar. Ne? Und die Melodie, die wird Ihnen alle bekannt sein. Das ist nämlich auf dem amerikanischen Traditional geschrieben. Sie stimmen dann einfach ein, ich brauche dann nicht extra nochmal darauf hinzuweisen. Also Ode an die Soße. Gutes Essen ist ein großes Glück, nicht zu scharf und nicht zu linde. Diese Soße geht mir nicht zurück, das wäre eine Sünde. Ich sag: Kellner, bring mir ein bisschen Brot und pack ihn am Schlawittchen. Doch der Kellner fühlt sich gleich bedroht und ich hab nichts zu ditschen. Oh, diese Soße. Oh, diese Soße, oh, diese Soße, die ist so wunderbar. Na,
auch mal machen. Oh, diese Soße, oh, diese Soße, oh, diese Soße, die ist so wunderbar. Dabei war das nur ein kleiner Scherz, weil mir das hier so gut schmeckt. Ist am besten, man verbirgt sein Herz, damit man nirgends aneckt. Und weil sich der Kellner jetzt versteckt, muss ich die Soße schlürfen. Und der Teller, der wird abgeleckt, das muss man dann schon dürfen. Oh, diese Soße, oh, diese Soße, oh, diese Soße, die ist so wunderbar. Finale! Oh, diese Soße, oh, diese Soße, oh, diese Soße, die ist so wunderbar. So, und als letztes Lied nochmal eine Ode an das Heute, denn schließlich bleibt uns nichts anderes übrig, als die Wirklichkeit im Heute wahrzunehmen und da unser Bestes zu geben oder zu nehmen, je nachdem, was seliger ist. Heute wollen wir uns begleiten, weil die Wolken rötlich sind und die Zeit in deinen Augen nicht so rasend schnell verrinnt und die Tauben auf den Dächern ihre Köpfe zärtlich drehen. Nimm mich heute in deine Arme, heute kannst du mich verstehen. Nimm mich heute in deine Arme, heute kannst du mich verstehen. Heute wollen wir uns verlieben, heute fliegt die Schwalbe hoch. Mit den Farben unserer Stunden malen wir ein Bild von Gott. Unsere Ewigkeit ist heute, weil wir heute unsterblich sind. Heute wissen wir, die Zeit ist für den Augenblick bestimmt. Heute wissen wir, die Zeit ist für den Augenblick bestimmt. Heute stehen die Türen offen, heute ist ein schönes Licht. Lass uns heute Hochzeit feiern, heute erkennst du mein Gesicht. Morgen bin ich schon ein anderer, mich verwandelt jeder Tag. Gib mir heute deine Hände, heute schlägt mein Herz so stark. Gib mir heute deine Hände, heute schlägt mein Herz so stark. Mich verwandelt jeder Tag. Gib mir heute deine Hände, heute schlägt mein Herz so stark. Gib mir heute deine Hände, heute schlägt mein Herz so stark. Vielen Dank, Herr Krawczyk, für diesen wunderbaren musikalischen Ausklang. Ein fast besinnlicher Ausklang, muss man sagen.
Ich möchte mich herzlich bei allen Beteiligten bedanken, auch im Namen meiner Kollegin und Stellvertreterin. Sie ist erst seit ein paar Tagen im Amt, Frau Dr. Sarah Schull-Schneider, wird für Demokratiebildung und Partizipation zuständig sein. Ich darf mich bei allen Beteiligten auf der Bühne, ich darf mich für diese wirklich spannende und unterhaltsame Dokumentation bedanken, Herr Espenschied. Die Podiumsdiskussion fand ich klasse. Sie hatte überraschende Einblicke auch in die deutsche Wiedervereinigung. Also ein großes Dankeschön auch den jetzt nicht mehr anwesenden Herrn Dr. Vogel, an Sie, Frau Professorin Corinne de France, und natürlich auch an Sie, Herr Krawczyk. Nochmal Dankeschön auch an unsere Kooperationspartner, an Frau Oswald und Frau Dittrich. Wir sind sehr froh, dass es trotz Corona einigermaßen gut über die Bühne ging. Mir bleibt nur noch Ihnen zu danken für Ihr Kommen, für Ihre Geduld. Es war jetzt trotzdem schon eine längere Veranstaltung zur historisch-politischen Bildung. Denken Sie daran, die Landeszentrale hat viele Angebote. Schauen Sie mal gelegentlich auf unserer Homepage oder in unser Programm. Bleiben Sie uns gewogen und vielleicht sehen wir uns mal bei einer anderen Veranstaltung. Ansonsten bleibt mir Ihnen nur noch einen schönen Feiertag zu wünschen. Vergessen habe ich schon wieder den Rainer Ulrich und das Team. Sie sind dafür verantwortlich, dass hier alles gut geklappt hat. Auch an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön. Ihnen noch einen schönen Feiertag und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Applaus